Ihr großer Vorsitzender Mao sagte einmal, benutzt den Westen für chinesische Zwecke. Wenn unser Fernsehprogramm Ihrem Volk beibringt, dass Amerika unvollkommen ist, oft voller Gewalt und Unmoral, verlieren die Leute dann nicht das Streben nach westlichen Werten. Jack, haben Sie sich China so vorgestellt? Jack Moore ist ein brillanter Anwalt. Er kann jede Tür öffnen und jeden Deal abschließen. Jack Moore. Ling. Hong Ling. Sie sprechen ja doch meine Sprache. Shintong. Zunge. Aber nach einer Nacht in einem exotischen Land wird er erfahren, dass er in eine Situation gerät, aus der er sich nicht herausreden kann. Moment. Moment. Verstehen Sie mich überhaupt? Die Shu Yingima, ich bin Amerikaner. Ich bin unschuldig. Ein Ausländer geht mit einem Mädchen ins Bett, obwohl er sie nur ein paar Stunden kennt. Und am nächsten Morgen ist sie tot. Der Angeklagte bekennt sich schuldig. Nein, tue ich nicht. Besorgen Sie mir einen Anwalt. Rufen Sie Joe Shapiro in Washington. Ausländische Anwälte dürfen hier nicht auftreten. In Amerika würde er seine Rechte kennen. Wenn Sie sagen, Sie sind nicht schuldig, werden Sie in der nächsten Woche erschossen. Und die Kosten für die Kugel berechnet man Ihre Familie. Hier gibt es für das Wort Gerechtigkeit keine Übersetzung. Glauben Sie mir oder nicht? Seine einzige Chance liegt in den Händen einer Fremden. Nur wenn sie ihre Denkweisen ändert. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht an ihre Unschuld geglaubt habe. Aber jetzt tue ich es. Wenn sie ihr Leben riskiert. Warum machen Sie das? Ich möchte nicht länger schweigen. Kann sie seins retten? Zeigen Sie mir bitte Ihren Pass. Wenn ich einen Pass hätte, würde ich nicht um Asyl bitten. Sie haben die Botschaft in eine prekäre Lage gebracht. Wir haben null Möglichkeiten. In eine prekäre Lage sind Sie wahnsinnig. Und was wird aus ihr? Richard Gere. Hören Sie, ich habe kein Geld, aber ich habe ein paar Schuhe. Nehmen Sie die, damit bezahle ich die Patrone. Meine Geduld ist am Ende. Bei Ling. Sie müssen hier im Saal bleiben. Verehrte Vorsitzende, Sie müssen die Verhandlung fortführen und dafür sorgen, dass mein Mandant freigelassen wird. Sie können mir eine Kugel in den Kopf schießen. Tun Sie es jetzt gleich, Peng. Tun Sie es hier sofort. Ich will nicht warten. Sie missachten das Gericht. Was soll das? Erschießen Sie mich zweimal? Red Corner.